Ich glaube, jeder, der TikTok hat, kennt diese Videos. Am Anfang verlief alles wie gewohnt, aber dann wurde es ein bisschen extremer. Die eine Hälfte ist ein Video und die andere Hälfte ist ein anderes Video, was nichts mit dem ersten Video zu tun hat. Aber es ist da, damit man sich, wenn man sich im ersten Video langweilt, sich einfach das zweite angucken kann. Und das ist Gen Z. Ich glaube, über die Jahre hat das Internet und Social Media unsere Aufmerksamkeitsspanne richtig gekillt. Wir brauchen immer mehr und schnelleren Content, um uns zu satisfyen. Guckt euch YouTube an, von früher und heute. In this video, we're gonna talk about pranks that went wrong. In that Simpsons episode where Bart destroyed his entire town. This is the most expensive mystery box in the world. And I also bought a $5,000 mystery. Wenn irgendjemand nur noch vor der Kamera reinlabert, ohne alle zwei Sekunden einen Schnitt zu haben, schaltet jeder direkt ab. Jeder Content ist einfach seit den Jahren verglichen zu früher zweifacher Speed. Und wenn jemand sowas nicht macht, wird er ein größeres Problem haben, eine größere Zuschauerschaft zu bekommen. Das beste Beispiel ist TikTok. Oder vielleicht ein Grund. Man kann 30 TikToks angucken, während ihr dieses eine Video hier seht. Und wenn man weiter zurückgeht, ist es sogar schon vor TikTok passiert, dass alles langsam schneller wurde. Wein, die 7-Sekunden-App. Und das ist jetzt nur eine Theorie. Aber als die ganzen Weiner zu YouTube gegangen sind, haben die auch Content erstellt, was mehr fast-paced ist. Weil es deren Art ist und die nicht anders geübt sind, 7-Sekunden-Videos zu machen. Und es betrifft nicht nur euch, sondern auch mich. Früher konnte ich zum Tanztraining fahren, ohne Musik oder am Handy zu chillen. Denn mein Samsung K800i hatte nur Shit Snake. Aber jetzt setze ich mich hin und bin direkt am Handy. Und gucke meine Null-Nachrichten auf WhatsApp an. Ich habe keine Ahnung, wie man es verhindert. Vielleicht sollte man einfach eine Woche Pause machen. Aber ich kann spekulieren, was es aus unserer Generation macht. Und es ist nicht unbedingt was Gutes. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass sich schon menschliche Beziehungen geändert haben. Leute sind keine Freunde mehr, wenn man sich einen Monat nicht mehr gemeldet hat. Oder eine Nachricht beantwortet hat in einer Stunde. Oder das Schlimmste, deren TikTok oder Instagram nicht geliked hat. Und ich will nicht wissen, wie sich Leute noch in der Schule konzentrieren können. Oder wie es den Arbeitsbereich beeinflusst. Nun, ich will nicht sagen, dass jeder davon betroffen ist. Aber ich glaube, es ist schon eine gute Menge. Am Ende ist alles nur eine Beobachtung von mir. Also bin ich mir ganz sicher. Bye und subscribe.